Willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauer, zu einer weiteren Total Warhammer 2 Live-Schlacht zwischen Alien Hunter und Legatus Leonitus. Zwei hochkarätige Spieler in der Hamster-Armee. Wir sehen auf der Seite von Alien Hunter eine Armee der Norska und auf der Seite von Legatus Leonitus die Echsenmenschen. Gucken wir uns zuerst die Echsenmenschen-Armee an. Beide Armeen haben ähnliche Größen. Die Echsenmenschen kommen mit einem Bastilladon-Kristall der Wiederbelebung und einem Bastilladon mit Sonnenmaschine, also Artillerie und Heilung ist dabei. Dazu Kampfechsenreitern mit Speeren mit Bonus gegen Groß und Anti-Large, wahrscheinlich um die zu schützen. Zweimal Skink-Plänkler als General Krokgar und als Zauberer der Himmels-Skink-Priester, eigentlich der einzige, den man so richtig nützlich mitbringen kann. Momentan bei den Echsenmenschen habe ich das Gefühl. Eine Frontlinie aus Skinks, Sauruskriegern, und ein paar Tempelwächtern. Also relativ durchmischt das Ganze. Ich weiß gar nicht so richtig, was er mit diesen ganzen Tempelwächtern vorhat. Bin gespannt, ob das funktioniert. Auf der Seite von Norska sehen wir 1, 2, 3, 4 mal Barbaren-Berserker, 2 mal Barbarenjäger mit Wurfspeer, also Infanteriekiller vorne dran. Panzerungsreduktion durch Female-Krieger mit Zweihandwaffen. Dahinter Anti-Groß-Barbaren mit Wurfspeeren und Anti-Groß-Wilde Schlunde zusammen mit Bestien von Talascha. Auch Anti-Groß und ein paar Barbaren-Speerträger an den Seiten, um die Flanken zu schützen. Wulfric der Wanderer und ein Schamane mit Tod ist auch dabei. Let's go! Interessanterweise nicht die üblichen Bjuners Schicksale und Seelenrauschsprüche, sondern Finsternis der Verzweiflung und Seelenfäule. Ha, ich bin gespannt, wie wir das hier jetzt eingesetzt sehen werden. Wie sieht's aus? Beide Spieler sind, glaube ich, mittlerweile positioniert und werden jeden Moment loslegen. Wir sehen, die Frontlinie der Echsenmenschen ist sehr viel weiter aufgestellt als die der Barbaren, also die der Norska. Oh, der erste Schuss geht los. Und er hat versucht, einen der wilden Schlunde zu treffen. Das ging allerdings daneben. Sehr ärgerlich, denn viel Zeit ist nicht da. Huh. Oh, und der ging auch daneben. Das ist sehr unglücklich, denn viel Zeit für, zum Schießen ist nicht da für die Artillerie der Echsenmenschen. Einen Schuss kriegen sie wahrscheinlich noch raus. Und die Frontlinie wird, denke ich mal, halten. Oh, die ersten Skink-Flänkler werfen. Jetzt wurde einer erwischt und einer der Hautwolfe wurde, so wie es aussieht, in Stücke gerissen. Female-Krieger. Female-Krieger gegen Krokgar, aber Krokgar befindet sich in einer unangenehmen Situation. Genau deswegen sind hier hinten die Barbarenjäger mit Wurfspeer platziert worden, denn die zerlegen alle großen Einheiten im Nu. Oh, 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 guck ich mal an, wie viel Schaden die machen. Der muss hier raus, vor allem wenn die wilden Schlunde ihn auch noch angreifen. Der muss irgendwie in den Schutz von Tempelwächtern, aber die Tempelwächter sind auch schon fast zerrieben worden durch die Barbaren-Berserke in Kombination mit den Panzerungsreduzierenden. Meine Güte, wie wenig Panzerung haben die denn? Nur 25 Seelenfäule wurde mitgecastet. Ah, deswegen ist diese Rüstung so niedrig und die Barbaren-Berserker können so viel Schaden machen. Ah, hier war das Schiff von Wulfric gecastet worden. Das war nicht so erfolgreich auf der Flanke Skink-Kohorte. Die Frontlinien sind beide ziemlich zerdeppert mit leichtem Vorteil auf der Seite von Norska, habe ich das Gefühl. Unheil von der Nachtwind reduziert ein bisschen den Schaden der norskanischen Angriffshorde, aber wir haben das Problem, dass momentan Krokgar ziemlich zerdeppert worden ist. Die Wurfspeere der Barbarenjäger sind einfach viel zu gefährlich, um sich diesem Feuer lange auszusetzen. Oh, und Krokgar ist zerbrochen und er fällt und ich befürchte, das wird die Moral der Echsenmenschen ganz, ganz drastisch beeinflussen. Das Zentrum ist durchbrochen. Und Barbaren sowie Barbaren-Speerträger sind durch die Tempelwächter mit erstaunlicher Leichtigkeit gebrochen. Das war ein ausgezeichneter Einsatz von Panzerungsreduktion der Female-Krieger zusammen mit der Seelenfäule. Insgesamt hat es deren Panzerung um 60 reduziert durch diese zwei Fähigkeiten. Dadurch konnten was den Barbaren-Berserkern, egal ob ihre Gegner schwer gepanzert war oder nicht, die sind einfach durchgelaufen. Und das war so ziemlich das Ende. Sehr schöne Taktik, mir gefallen solche kombinierten Debuffs, die man hier einsetzen kann im Spiel mittlerweile, wenn sie nicht so cheesy sind, aber ich bin der Meinung, das ist keine cheesy Taktik, ich finde das ziemlich schlau, solche Kombinationen einzusetzen, gerade gegen Echsenmenschen, bei denen man das auch braucht, um gepanzerten Monster niederzumachen. Das war ein unangenehmer Kampf für die Kampfechsenreiter mit Speeren,
Da sind die wilden Schlunde und Hautwölfe generell sind Monster. Also im wahrsten Sinne des Wortes monströse Infanterie, die sich nicht so leicht von irgendwelcher anderen Kavallerie oder anderen großen Einheiten niedermachen lassen. Dazu sind die viel zu stark und regenerieren tun sie auch noch. Und physische Resistenz haben sie auch noch. Gegen die kann man kaum was tun. Wilde Barbaren, Berserker laufen ein paar Skinkpänklern hinterher. Können die nach hinten schießen? Na, sie sind scheinbar momentan... Ja, sie können nach hinten schießen. Erledigen ein paar. Das ist ganz schön ärgerlich für die Barbaren, die doch alles, was sie wollen, ist Saurus Fleisch. Und jetzt... Oh! Ein paar haben sie noch mitbekommen. Ein paar kriegen sie noch kaputt. Aber die werden gleich das zeitliche Segen und sich verabschieden. Die Frontlinie hält noch überraschend lange. Diese Sauruskrieger kämpfen heldenhaft. 58 Kills haben sie gemacht. Gar nicht übel. Sie haben nicht mal Schilde dabei. Brauchen sie aber ehrlich gesagt auch nicht wirklich gegen die Norskavalerie, weil die nicht so viel Fernkampf haben. Und jetzt ist das Ende der Echsenmenschen gekommen und... Im Fazit kann man sagen, dass Alien Hunter hier mit seiner Kombination an Debuffs durch den Schamanenzauberer und der Fimir-Krieger mit den Barbaren so ziemlich bei allem der Echsenmenschen hat Schaden machen können, egal ob gepanzert oder nicht. Noch Monster wären dadurch sehr, sehr stark beschädigt worden. Vor solchen Barbarenjägern muss man sich in Acht nehmen. Auch diese gepanzerten Einheiten wie Krokgar und Bastilladons finde ich eigentlich ganz nett, das zu sehen. Vielleicht hätte ich hier, ich weiß nicht, was Legatus hier hätte noch machen können, vielleicht ein bisschen mehr die Plänkler vorschicken, damit die Barbaren-Berserker mehr Schaden nehmen, bevor sie in den Nahkampf kommen und mit den Monstern direkt in die Barbaren hier gehen. Aber da waren schon wieder wilde Schlunde und diese Bestien von Talar, die geschützt hätten. Das ist ein schwieriges Matchup für die Echsenmenschen, habe ich jetzt so ein bisschen im Gefühl. Ich bin gespannt, wie sich dieses Meta-Echsenmenschen gegen Norskar weiterentwickelt. Falls ihr Ideen habt, was man mit den Echsenmenschen gegen Norskar machen kann, das gut funktioniert, vor allem gegen diese kombinierte Debuff-Armee von Alien Hunter, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich bei Alien Hunter und Legatus für diese Runde. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.